Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Ass Reiter und wir sind in Folge Nummer 297, glaube, von Simotrans. Ja, wir haben ein Eierproblem, ne? Ja, müssen wir mal gucken. WASD ist wieder falsch, ne? Nehmen wir lieber das mit den Pfeiltasten. Also wir haben hier keine Eier sozusagen, doch jetzt sind 58 noch da. Da unten ist wieder ein unserer Züge gekommen, das ist schon mal schön, ne? Wir haben also irgendwie einen Eierweg gefunden, oder Simotrans hat den Weg der Eier gefunden, der wahrscheinlich, na, das war knapp daneben, hier, diesen Weg hier, über Adenau-Marktplatz geht das dann nach da oben, oder wie ist das? Oder? Marktplatz. Über Adenau-Marktplatz. Wir sind hier in Radolfzell. Wo geht denn Adenau-Marktplatz hin? Ist das die Bushaltestelle hier? Adenau, Norddeutsche Großbäckerei, ne? Adenau-Marktplatz ist... Achso, da in der Mitte, ne? Hier, das ist Adenau-Marktplatz. Und dann gehen die Eier wieder irgendwo anders hin. Jetzt stellt sich mir nur die Frage, wer fährt das an? Marktplatz über Adenauer-Marktplatz. Hier, das ist schon beispielsweise so ein LKW, ne? Das Doofe an der ganzen Geschichte ist, dass wahrscheinlich überhaupt nicht viele LKWs da fahren, oder? Die haben auch Paletten drauf, aber der hat LKW Bier Adenauer. Das ist die Route, die da lang fährt. Ja, die werden immer Eier fahren, ne? Da brauchen wir uns keine Sorgen drum machen, ne? Also habe ich schon offen rechts und dann kann hier Paletten. Brauerei Markt. Wo fährt der lang? Ja, der fährt zum Markt hier unten, glaube ich, ne? Radolfzellmarkt ist auch ein anderer. Der biegt falsch ab, also kann es das schon nicht sein. Hier stehen sie Schlange. Gibt es hier zu wenig Haltebuchten, kann das sein? Könnte sein, ne? Könnte man das hier aufmachen? Die kommen von da rein. Ist hier denn so ein Schild? Ich glaube nicht, ne? Hier ist gar kein Auswahlschild. Gibt es ein Einbahnstraßenschild? Dann lass uns doch da mal ein Auswahlschild noch hinstellen, ne? Oder? Das war hier, ne? Ich hoffe, das ist dann richtig. Es ist hier auf jeden Fall keins zu sehen. Ja, lassen wir mal so, ne? Hoffen, dass das dann so richtig ist. Aber hier oben sind ja die LKWs jetzt nicht so viele, die da runterfahren. Da kommen jetzt wieder zwei zurück. Adenauer Bier, das ist, glaube ich, der mit dem Dingens auch. Ja, das sind die LKWs, die auch die Eier da hochbringen dann, ne? Ja, drei LKWs. Vier. Alle leer, ne? Ich glaube, das ist ein anderer, oder? Ne, fünf tatsächlich doch so viele. Das ist ein Postwagen. Ich glaube, das waren sie dann. Das sind die, die das da hochbringen und dann wird es von da oben irgendwie zum Bahnhof gebracht. Von hier wieder zurück. Hier gibt es auch Eier. Da müssen die da auch hin, das kann auch sein, ne? Weil, das war auch, doch, das ist die Haltebucht. Fliegen auch gar keine, ne? Die werden hier verballert dann, ne? Okay, dann passt das erstmal so weit. Aber da kann ich gar nichts dran tun. Also ich kann hier jetzt Fahrzeuge draufsetzen, ist klar. Aber irgendwie macht das nicht so wirklich Sinn, oder? Und die Südfrüchte? Über Adenau-Marktplatz auch. Die gehen auch hier hoch. Ich hab gedacht, die fahren da über die LKW-Linie, ne? LKW Bär Adenau. Ja, nützt nix. Kannst du nur hier noch draufschmeißen, dann, ob das aber Sinn macht. LKW. Der bringt 10 Paletten, der 13, der 15. Der hätte dann 29. Ja. Wenn es geht mit dem, dann wären es passend diese.
Kann er aber nicht, der kann nur den. Lohnt sich also nicht. Kannst du den gleich verkaufen. Also der mit 15 macht dann 24 aus. Und der 13er, was kann der anhängen? Der kann den auch nur anhängen. Das bringt also auch nicht viel. 13 plus 9 sind 22. Kannst du also auch knicken. Kannst du auch verkaufen. Und er hier kann 10. Ja komm, dann, wenn wir das schon alle durch haben, können wir den auch nochmal machen. Machen wir das mit den 10, ne? Der kann auch nichts anderes anhängen wie den. Das bringt doch alle da nichts. Dann kannst du hier nochmal verkaufen machen. Und dann kannst du hier eine Zugmaschine kaufen. Also die müssen wir erst hier noch. Dann bringen die ja mehr, ne? 33 Geschwindigkeit ist gleich. Stückgutcontainer für Stückgut. Keine Ahnung, was der Unterschied ist. Gehen aber Paletten rein, ne? Dann nehmen wir den, egal. So, der kommt auf die Linie dann. Ja, was war das denn jetzt nochmal? LKW Bier Adenau. Und ich kopiere die gleich mal ein paar Mal und schicke die da alle raus. Und hoffen, dass die da auch einen Weg finden und keinen Stress haben und unterwegs fahren, ne? So, wenn wir hier mal unten gucken, 90,8 haben wir hier, Millionen, ne, das geht ja mal mit den Minuszahlen, die werden sogar besser, wir waren mal bei 92 und wir haben ja immer wieder zwischenzeitlich auch investiert, glaube, ne? Jetzt hätte ich natürlich gerne den Zug gesehen. Ach, das ist dann nicht der, der von da oben kommt wahrscheinlich dann. Das ist einer, der von unten kommt wahrscheinlich. Der von oben kommt, kommt jetzt hier gerade durch. Backwaren, Backwaren, sonst nix. Und der nimmt gleich Eier mit, denke ich. Wenn da welche auf dem Bahnhof liegen, ist die nächste Frage, ne? Riedenburg-Wald ist überfüllt, okay. Da müssen wir auch mal reingucken dann. Was kriegt der hier an Eiern geladen? Oh, 304 Eier, das ist doch schon mal was. Ja, so schlecht läuft's dann nicht, ne? Dann wollen wir mal hier gucken, was ist hier überfüllt. Da warten die Kühlwaren. Das ist das Fleisch. Und da ist ein Schiff, was da drauf fahren sollte, oder? Aha, ich denke mal, das ist das. Wo ist denn das? Ist das gerade voll? Das bringt das zum Gasthof, aber wahrscheinlich über den direkten Weg, ne? Ne, über den Hafen da oben. Ist ja auch voll, ne? Das hat Kühlwaren. Das bedeutet, wenn wir da oben mehr transportieren wollen. Warte mal, lass mal gerade in der Gastwirtschaft gucken, was die denn brauchen. Ah, Fleisch ist aber auch genug da, ne? Also da brauchen wir eigentlich gar nichts tun. Gut, okay, dann ist das so. Schicker Zug hier, ne? So bunt. Aber nichts geladen. Okay. Was machen wir nun? Wir gucken nach einer Liste mit Haltestellen. Und schauen da, wo Tausende von Sachen liegen. Döbelnwaldhafen. Passagiere ohne Ende, aber in Summe. Post ist auch klar, aber geht auch, sag ich mal. Hier unten gibt es noch Kubikmeter Milch. 17.000 Kubikmeter flüssige Milch. Die geht zum Markt oder sowas wahrscheinlich, ne? Und das ist diese Linie hier, oder? Schwierig den Wagen jetzt kriegen. Na, jetzt haben wir ihn.
Ja, da muss die Milch jetzt mehr gefahren werden, oder wie sehe ich das? Dann gehen wir mal zum Depot und schauen wir mal, dass wir Milchkannen aufreiben, ne? Die Milch macht's, oder? Ich glaube, das ist schon anderer, ne? Was hat er? 11 Kubikmeter und er hier? Sogar weniger, du glaubst es nicht, oder? 7 Kubikmeter. Gibt's denn hier einen Milch? Ah, gibt's auch großen. 22. Warte, der kann dann 4. Achso, okay. Aber der hat wahrscheinlich 2 Halter, dann wäre das wieder schlecht, ne? 11, das wären 22, das sind auch 22. Das bedeutet für mich, wir nehmen diese Zugmaschine mit dem Ding, machen das auf Döbelnhafen Markt und kopieren das mal 5-mal und schicken die los. Hier fährt schon einer. Der Milch-LKW. Na, den setzen wir da ein. Der ist ja schon unterwegs. Dann haben wir das auch optimiert, denke ich. Die fahren ja nicht schwanger. Achso, das ist ja der neue. Ich müsste jetzt gucken, dass ich einen alten Milchwagen finde. Gucken. Die fahren plus ein. Zwar nicht viel, aber wir fahren plus ein. Vielleicht wird der Große ja noch besser plus ein. Sollte er eigentlich, ne? So ein Sattelschlepper. Müssen wir mal gucken. Ah, der ist jetzt die Leerfahrt, ne? Das heißt, auf dem anderen Weg, lass mal schneller laufen, mal die Verfolgung machen. Und wenn er da hinten ist, hat er Minus gemacht wahrscheinlich, ne? Ja. Verkauft jetzt die Milch. Obwohl, sieht so aus, als ob er doch eigentlich plus fährt. Das war nur, weil ein Jahreswechsel ist. Kann das sein? Ja, keine rote Zahl gesehen bisher. Nee, der macht leicht plus. Und das war ein Jahreswechsel, deswegen haben wir da Minus gesehen. Also alles gut. So, er fährt jetzt hier wo? Ah, er steht noch an. Machen wir gerade auch schneller dann. Machen wir mal verfolgen, dann sieht man das besser. So, 156, 100, okay. Natürlich jetzt als erstes eine Leerfahrt, ne? Aber bis jetzt sieht es noch gut aus. Jetzt macht er Minus. Gucken wir mal. Langer Stau da. Jetzt verkauft er wieder. Die zweite Fahrt ist bestimmt schon im Plus, oder? Kann das sein? Ich glaube schon. Ja, sieht gut aus. Ja, das bleibt im Plus. Sehr schön. Also läuft das. Brauchen wir nicht drüber nachdenken. Die Milch macht's. Gut, dann würde ich aber auch erst sagen, machen wir erst einen Cut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Wenn ihr noch kein Abo habt, macht eins. Wenn euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.